Ei Gude, willkommen zurück im oberen Glantal, im LS19. Wunderschönes Wetter bei uns hier. Ja. Wunderschöne Maschinen. Und ich habe jetzt das Feld schnell fertig gesät. Park den Krempel jetzt ja, im Unterstand. Und ich habe auch die Wiese fertig gemäht. Da können wir gleich Schwaden und Silageballen pressen. So, fahren wir den mal. Haben. Also viel Saatgut hat er jetzt nicht verbraucht, was cool ist. Stellen hätte ich ihn auch in den Unterstand. Ja. Ja, da ist der meiste Platz, denke ich. Ne? Bisschen seitlich, dass wir noch was anderes hinkriegen. Ich nehme hier raus. So. Die Ballenpresse wird den neuen erziehen. Ich glaube, die Kraft braucht er auch. Ich hänge. Ach so, okay. Dir werde ich helfen. So, den Schwader schafft ihr tatsächlich. Ja, cool aus, oder? Die Zwillingspflegebereifung da. Ich finde den gar nichts. Der Schwader, der da in der auf der Karte dabei ist, beziehungsweise ja klar, der war von vornherein, hatte Mutter schon mit reingepackt in den Bestand. Ein Vierkreiselschwader, also schon das, ich weiß gar nicht, glaube ich, maximale Breite, die man hier haben kann, ne? So, dann kriege ich, wie kriege ich ihn da raus? Da vorne sind, was sind das, Elfsteine? Reicht das? Ja, was mache ich jetzt mit dem 724er? Brauchen wir den noch? War halt ganz cool, aber der ist nur gemietet. Brauche ich den noch? Eigentlich könnte man zurückgeben tatsächlich. Aber ich denke mal auf mittelfristig kaufen wir uns auch noch ein. Cooles Teil. Ich weiß nicht, den kann man ja auch in dem Akku dunkelgrau konfigurieren. So, den hast du vorhin da gestanden, dann kommst du wieder dahin. Diesmal mit Schmetterling. So, den geben wir zurück.
offensichtlich. Der Schwader kommt hier zur vollen Entfaltung. Hibiskus. Sogar ein Hibiskus ist doch krass. An, ab, tschö. So, wieder von außen. Und weiter weg. Ja, also mit dem 14,5 Meter Schwader, da kommt schon das zusammen, das ist ganz gut. Hat man hier wenigstens nicht mehr so viel zu fahren. Ich werde die Geschwindigkeit mal auf 15 laufen lassen, dass man dann die nächste Düngestufe auf Feld 13 aufbringen kann. Und danach, denke ich, kann man dann ins Farmhaus gehen und schlafen. Und morgen mit viel Glück ernten. Mal schauen. Heute ist ja Heiligabend. Ich denke mal, wenn man die Nachrichten verfolgt, haben einige von euch sich auch den LS19 zu Weihnachten gewünscht. Mal schauen, also der macht euch 100% Spaß. Das ist schon ein tolles Spiel. Bei mir ist das so, ich spiele, habe schon den 17er, den 15er und oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, den 13er hatte ich auch schon, dann vorher war noch nichts. Ja, vorher war ich noch eher für die Shooter und so weiter. Ein bisschen Action halt. Aber im Laufe der Jahre, ich bin ja schon etwas älter. Ja, da ist halt so ein LS 17, 15, 19, wie auch immer. Es hat gechillt, es macht Spaß, detailreich trotzdem. Und da kann man echt gechillt Stunden verbringen. Und wenn man dann noch halbwegs realistisch spielt, das heißt nicht irgendwie Geld dazu cheatet oder sowas, dann hat man auch eine Aufgabe. Also im 17er hatte ich dann auch klar noch den Money Cheat drauf. Ja, dann eine Karte irgendwie gespielt, da habe ich schon gedacht, komm, gönnst du mal alles. Muss ich ehrlich sagen, war dann im Endeffekt langweilig. Man hatte alles, man konnte nichts mehr oder musste nichts mehr erreichen. Und deswegen denke ich eigentlich, ist es für mich ganz gut, dass ich noch nicht ganz so einfach Geld cheaten kann. Und ab und zu macht das bestimmt Spaß, ja logisch. Aber wenn ich mir alles gleich kaufen kann, dann ist da der Reiz weg.
Was hier halt auch schon helfen würde, das wäre der Follow Me Mod aus dem 17er. Da könnte man dann zumindest den Helfer direkt nachfahren lassen. Man könnte einen fahren lassen. Und na gut, dann bräuchte man allerdings auch die den automatischen Ballenauswurf. Weil ihr habt es ja schon gesehen, auch schon bei anderen schon gesehen, logischerweise, dass die Taste Z extrem abgenutzt wird beim Ballenpressen. Das ist halt immer das Blöde. Ich habe zwar den Schwader hochgefahren, aber anscheinend sind die. Ja, die Schwaden hat dann doch zu hoch, dass man sie doch noch ein bisschen schnickt. Aber im Großen und Ganzen ganz gute Bahnen geworden. Die ziehen wir jetzt noch durch. Und dann werden wir in der nächsten Folge Sinageballen pressen und schauen, wo wir sie loskriegen. Also es muss ja mindestens müssten mindestens ja 12.000, 13.000 Euro hängen bleiben. Ja, das war ja das, was der 724er an Mietkosten gekostet hat. Oh, die einen nehme ich noch mit. Reicht nicht ganz. Noch einmal rum. So, toll. So, dann hätten wir das auch gepackt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen und euren Familien schönes Weihnachtsfest. Und bleibt gesund und lasst euch schön beschenken. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.